Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute schneiden wir mit dem Nicer Dicer Mando Tomaten. Achtung, fertig, los. Ich möchte einen Tomatensalat machen und brauche dafür Scheiben. Und das probieren wir jetzt aus. Und zwar in 3,9, 2,5 und 1,5 mm. Ich habe alle Tomaten schon mit dem kleinen Apfelkerner entkernt und lege die gleich rein, um schöne Scheiben zu schneiden. Das probieren wir jetzt direkt aus. Als erstes setzen wir das Messer mit 3,9 mm ein für Scheiben. Ohne Zwischenmesser einsetzen, einrasten, zuklappen. Und dann können wir auch direkt loslegen. Wir nehmen jetzt eine normal große Tomate. Die stecke ich hier rein. Versuche das mit dem Kern hier so anzulegen, dass ich auch die Scheiben so runterschneiden kann. Damit es schöne Scheiben werden. Und wir legen los. So sieht das erste aus. Also es ist nicht so schön wie mit dem normalen Hobel. Die ersten Scheiben waren ganz gut. Aber dann, wo es in der Mitte saftiger wurde, sieht es so aus. Wir schneiden noch eine. Die ist schon besser geworden. Guckt euch das an. Klar, der Kern, der fällt auseinander, aber die Scheiben an sich sind schön. Ich zeige euch auch einmal, wie es hier unten drunter aussieht. Dann seht ihr das auch. Also hier hängt schon mal was daneben und auch hier findet ihr Reste. Und auch die Arbeitsplatte ist dreckig. Wir wechseln auf das 2,5 mm Messer. Auch das funktioniert wunderbar. Wenn die sehr fleischig sind, dann fällt das hier auseinander, aber die Scheiben sind da. Wir wechseln auf das 1,5 mm Messer. Hier seht ihr auch noch ein Reststück. Wenn das Messer nicht rausgeht, einmal hier ziehen und mit dem Finger hinten dagegen drücken. Dann kommt auch der Einsatz raus. 1,5 einsetzen. So machen. Tomate rein. Es ist nicht das schönste Ergebnis, aber es funktioniert. Julienne brauche ich jetzt mit den Tomaten eigentlich nicht. Wir werden das aber trotzdem einmal ausprobieren. Hier nochmal das Reststück. Dafür nehmen wir aber auch die großen Julienne mit 6x9 mm. Tomate rein. Also so eine handgroße Tomate, die passt rein. Achtung, fertig, los. Uiuiui. Sodom und Gomorra, dann habt ihr so Tomatenstreifen, aber keine schönen. Das ist eher eine Tomatenmatsche, würde ich euch jetzt nicht empfehlen. Die anderen Julienne-Aufsätze probiere ich nicht. Das sind die Tomatenscheiben mit 3,9 mm, 2,5 und 1,5. Schön dünn, sobald die aber fleischiger werden, zerfällt das auch. Und das sind die Julienne. Die harten Teile sind okay, der Rest sieht dann aber so aus. Das war der Nicer Dicer Mando mit Tomate. Und wie ihr Zwiebel, Radieschen, Gurke, Porree und Möhre schneidet, zeige ich euch in einem der nächsten Videos. Bis dahin, eure Sophie.